Was für eine Woche! Jobberater Tauber erntet einen Shitstorm und Merkel will weniger TV-Auftritte. Zumindest ein Ego-Problem hat sie nicht. Was lief denn da? Die großen Valulis Sommerloch-Testwochen. Neue Formate für den Kanal. Heute die Valu-Woche. Die privaten Sender von ProSiebenSat.1 wollen ein Stück vom 80 Milliarden großen Rundfunkgebührenkuchen. Dabei sind die folgenden Aussagen noch gar nicht so lange her. Müssen wir jetzt alle Angst haben vor der GEZ? Denn die Gebühreneinzugszentrale stockt mit 250 neuen Mitarbeitern auf. Wozu, fragt man sich da? Vielleicht, um uns mehr zu kontrollieren? So, damit keine Missverständnisse aufkommen. Für uns hier in Sat.1 zahlen sie ja keine Rundfunkgebühren. Die gehen ausschließlich an die öffentlich-rechtlichen Sender. Woher der Sinneswandel? Laut ProSiebenSat.1-Vorstand Konrad Albert erreicht das Programm deutlich mehr junge Zuschauer als die öffentlich-rechtlichen. Gut, jüngeres Publikum als 70 ist jetzt nicht so schwer, aber ob ProSiebens Bildungsansatz wirklich 17,50 Euro im Monat wert ist? Die Big Bang Theory Blu-rays gibt's immerhin schon für 16 Euro. Der Gebührenvorschlag stößt auf Gegenwehr, sogar vom ebenfalls privaten Mitbewerber RTL. Und auch einige Zuschauer dürfen sich etwas verarscht fühlen, denn seit der Umstellung Ende März zahlt man für den DVB-T2-Empfang der privaten jährlich 69 Euro. Dafür bekommt man übrigens die ersten 8 Staffeln Big Bang. Am Donnerstag startet Ich einfach unverbesserlich 3 in den deutschen Kinos. Wäre uns eigentlich scheißegal, aber wir haben einen pfiffigen Gag dazu. Die Stars des Films sind wie immer die Minions. Das sind diese armen Kreaturen, die ständig die Drecksarbeit erledigen müssen. Und jeder einzelne von ihnen bekam einen Hass-Tweet von Peter Tauber. Der CDU-Generalsekretär hat sich nach einem riesigen Shitstorm aber entschuldigt. Es tut mir leid, dass ich mein eigentliches Argument so blöd formuliert und manche damit verletzt habe. Zum Glück ist Wahljahr, sonst hätte das ja wohl etwas anders ausgesehen. Kommen wir zum Wesentlichen. Die ZDF-Trödel-Show Bares für Rares bekommt einen weiteren Sendeplatz. Oh, und dieses Stück, lass mich raten, muss ein Erbstück sein. Das ist kein Erbstück, weil meine Mutter noch lebt. Die Idee ist simpel. Man verkauft Schätze, die man noch im Keller hat. Kleiderkommoden Kampusch. Das ZDF geht mit gutem Beispiel voran und recycelt Lichter jetzt auch samstags. Das ist nicht nur quotenkonsequent, sondern hat auch noch einen anderen Grund. Die Show hat bis um die 25% Marktanteil. Bisher aber konnte das ZDF die Sendung nicht auscashen, weil sie außerhalb der erlaubten Werbezeit liegt. Am Samstagnachmittag aber darf Werbung laufen. Haftcreme-Hersteller jubeln. Nach dem Netzdurchsetzungsgesetz will Heiko Maas auch digitale Algorithmen kontrollieren. Facebook und Co. sollen diese offenlegen, um sogenannte Filterblasen zu verhindern. Das soll rigoros überwacht werden. Das Problem dabei ist, der Justizminister will diese Aufgabe einer Regierungsstelle übertragen, statt einer unabhängigen Stelle. Filterblasen bestimmen, dass der User nur das sieht, was ihn interessiert. Das Auflösen der Blasen würde bedeuten, dass Facebook seine werbewirksamste Mechanik verliert. Das ist so wie McDonald's ohne Hamburger, ARD und ZDF ohne Fußball und Apple ohne Kinderarbeit. Am Dienstag wurde der Senderablauf des Kanzlerduells zwischen Merkel und Schulz bekannt gegeben. Gleich 4 Sender sicherten sich die Rechte an dem Spaß. ARD, ZDF, RTL und Sat.1. Kandidat Schulz will so viele Duelle machen, wie Merkel sich traut. Doch die weigerte sich mal wieder, das Duell auf 2 Shows auszuweiten. Man kann also sagen, der 2. Termin wurde gecancelt. Das Duell wird gleichzeitig auf allen 4 Sendern übertragen. Von ARD und ZDF sind wir Politik ja gewöhnt, aber die Privaten, was haben sich die Programmplaner da gedacht? Geil, noch eine Sendung über Hartz IV. Kommen wir zum Ende und leider nicht drumrum. Mittlerweile kennt jeder dieses Video hier. Und ja, die Aufregung war groß und wir könnten auf jeden Fall sagen, von allen Verrücktheiten, die dieser Mann jemals anstellte, ist diese ohne Frage und bei aller Liebe absolut durchschnittlich. Im Ernst. Aber das eigentlich Interessante war das Nachspiel. Ein CNN-Reporter fand die Identität des Meme-Urhebers heraus und kontaktierte ihn. Der User löschte daraufhin alle seine anstößigen Posts und leistete Abbitte. Doch was CNN dann tat, wird euch überraschen. Sie drohten ihm. Sollte er sich noch einmal daneben benehmen, behalten sie sich vor, seine Identität zu veröffentlichen. Diese Nummer wurde von allen politischen Spektren gleichermaßen kritisiert. Klar, denn das ist ungefähr so arschig, wie wenn man sich daneben benimmt und die Eltern dann drohen, Inhalte vom alten PC an die Arbeitskollegen zu leaken. Aber sind wahrscheinlich eh nur Bilder vom 30-jährigen Krieg. Genau. Und wie hat's gefallen? Top oder Flop? Schreibt es in die Kommentare, was euch gefallen hat oder was euch nicht gefallen hat. Und abonnieren nicht vergessen.